Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um den ersten Höhenflug des Starships. Viel Spaß! Die letzte Woche war ganz besonders aufregend, denn es ist endlich passiert. Das Starship von SpaceX ist zu seinem ersten Höhenflug gestartet. Ich hatte spontan die Eingebung, mich mit dem Handy mitzufilmen und so ist meine Reaktion zu diesem unglaublichen Ereignis festgehalten. Da der technische Hintergrund durch meine Sprachlosigkeit und das viele Fluchen etwas kurz kam, hier ein Video, das die Flugphasen analysiert und die aktuellen Meinungen in den sozialen Medien zu dem Flug zusammenfasst. Von SpaceX und Elon Musk haben wir zwar die spektakulären Bilder live bekommen, aber nur ganz wenig technische Informationen zum eigentlichen Flug. Wenn du noch nicht weißt, was das Starship eigentlich genau ist, wie die Marspläne von Elon Musk genau aussehen und wie die einzelnen Komponenten des Starships funktionieren, dann schau mal in meine Playlist zum Thema Starship. Die verlinke ich dir hier. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du weitere Videos über Raumfahrttechnik nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Stattgefunden hat dieser erste Höhenflug in Boca Chica, Texas. Für alle SpaceX-Fans ist Boca Chica schon längst ein Begriff. Hier wurde in wahnwitziger Zeit eine Starship-Produktion aus dem Boden gestampft. Erst in staubigen Zelten und mittlerweile in riesigen Hallen. Soll ich vielleicht mal ein Video über die Produktionsanlagen in Boca Chica machen? Was meinst du? Schreib mir gerne unter dem Video. Ja, Starship als Oberstufe und die Super Heavy als Booster sind das nächste große Ding von SpaceX. Warum ist das so ein großes Ding? Naja, erstmal wegen der ungeheuren Größe. Die gesamte Rakete wird mal 120 Meter hoch und damit die größte Rakete aller Zeiten. Aber auch, weil es die erste Rakete werden soll, die komplett wiederverwendbar sein soll. Das heißt, sowohl Super Heavy als Booster als auch Starship als Oberstufe werden nach dem Wiederlanden mal in der Lage sein, in sehr kurzer Zeit wieder abzuheben. Das wäre revolutionär und würde die Kosten für Raumfahrt auf einen Bruchteil der aktuellen Kosten drücken. Das soll dann letztendlich die sehr ambitionierten Marspläne von Elon Musk umsetzen. Wenn du die noch nicht kennst, schau mal in folgendes Video. Damit die volle Wiederverwendbarkeit gelingt, wurde die Größe als eine kritische Größe ausgemacht. Und zwar nicht, dass die Rakete nicht zu groß werden soll, sondern dass es eine bestimmte Größe erstmal braucht, damit die Wiederverwendbarkeit überhaupt erst möglich ist. Jetzt bei diesem Testflug wurde aber nur die 50 Meter hohe Starship-Oberstufe getestet. Zwar hatten wir schon zwei kleine Hüpfer auf bis zu 150 Meter sehen dürfen, aber dabei kam nur ein einziges Triebwerk zum Einsatz und dem Starship fehlte noch der Nosecone, also die Raketenspitze und die Steuerflächen. Letztendlich soll das Starship mal 6 Raptor-Triebwerke bekommen, 3 vakuumoptimierte für den Flug im Weltraum und 3 für die Landung. Das Raptor wird berechtigterweise als das aktuell modernste Raketentriebwerk bezeichnet. Warum gilt es als das modernste? Ja, kurz zusammengefasst liegt die Besonderheit unter anderem daran, dass es mit flüssigem Sauerstoff und flüssigem Methan angetrieben wird. Die Kombination wird im Englischen Methalox genannt. Die meisten Raketentriebwerke heutzutage werden mit flüssigem Sauerstoff und RP-1, das ist verfeinertes Kerosin, angetrieben. Noch eine Besonderheit ist der Antriebszyklus. Der nennt sich auf Englisch Full Flow Staged Combustion Cycle und ist besonders effizient. Tatsächlich ist das Raptor auch das einzige Triebwerk, was je mit diesem komplizierten Verbrennungszyklus geflogen ist. Wenn du dazu mehr erfahren magst, empfehle ich dir mein Video über das Raptor-Triebwerk. Das verlinke ich dir hier. Und wenn wir schon beim Treibstoff sind, ich habe ja gerade gesagt, dass die Raptoren des Starships mit flüssigem Sauerstoff und flüssigem Methan gefüttert werden. Damit diese Gase flüssig werden, müssen sie auf extrem niedrige Temperaturen heruntergekühlt werden. Warum macht man das? Naja, wenn man Gas in großen Mengen speichern und transportieren möchte, dann muss man es ja stark unter Druck setzen. Desto mehr Druck man dafür braucht, desto stärker müssen dann aber auch die Tanks ausgeführt werden. Starke Tanks wiederum kosten viel Gewicht und das wollen wir in der Raumfahrt auf jeden Fall einsparen. Kryogene Treibstoff hingegen, das ist der Fachbegriff für verflüssigte Gase, sind flüssig und stehen damit nicht unter Druck. So hat man keinen hohen Druck in den Tanks, sondern gerade mal den hydrostatischen Druck, also den Druck aus der Flüssigkeitssäule gegen die Beschleunigung. Was man bei kryogenen Treibstoff natürlich nicht unterschlagen sollte, sind die extremen Temperaturen, bei denen die Gase flüssig werden. Bei Methan und Sauerstoff sind das mal eben minus 183 Grad Celsius. Diesen Temperaturen muss die Raketenstruktur erstmal gewachsen sein. Das ist übrigens auch der Hauptgrund, warum das Starship aus Edelstahl gebaut wird und nicht wie erst geplant aus Kohlefaser. Das erkläre ich in einem Video, das verlinke ich dir hier. Diese kryogenen Treibstoffe sind auch der Grund, warum es schon vor dem Start und auch während des Fluges so dampft. Das ist kein Rauch, sondern kleine Wassertröpfchen aus der umgebenden Luftfeuchtigkeit, die an dem kalten Gas kondensieren. Und das Gas muss man aus den Tanks entweichen lassen, sonst platzen die Tanks. Wird nämlich die Temperatur überschritten, wo die Treibstoffe zu sieden beginnen, also
wenn die kochen, vervielfacht das Gas sein Volumen. Und wenn man das nicht zulassen würde, dann würde dieser Druck ganz, ganz schnell die Tanks einfach sprengen. Die Energie, die bei dem Verdampfen der Treibstoffe durch Volumenvergrößerung frei wird, kann man übrigens auch in Triebwerken nutzbar machen. Aber dazu mache ich gerade eine eigene Folge und das erkläre ich dann in dem Video zum RL-10-Triebwerk von Rocketdyne. Aber zurück zum Starship und den Raptoren. Der Test war für uns auch deshalb so besonders, weil wir zum ersten Mal drei Raptoren fliegen sehen konnten. Bei den bisherigen kleinen 150-Meter-Hops der Prototypen kam sonst immer nur ein einziges Triebwerk zum Einsatz. Dementsprechend euphorisch war ich, als ich dann alle drei Raptor planmäßig zünden sehen konnte und das Starship dann nach oben geflogen ist. Während des vorherigen Tests war zwar Treibstoff geflossen, aber die Raptoren hatten nicht gezündet. Als dann alle drei Triebwerke wirklich gezündet sind, habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Die Raptoren sind alle schwenkbar gelagert und verfügen über hydraulische Aktuatoren, die den Schub oder besser den Schubvektor des Triebwerks in zwei Achsen schwenken können. Diese Art der Steuerung nennt man auch Schubvektorsteuerung. Auch moderne Kampfjets, die verfügen über so eine Schubvektorsteuerung und können damit noch abgefahrenere Manöver fliegen. Aber auch ein Jetski steuert nach dem gleichen Prinzip. Die verwendeten Triebwerke waren übrigens Seriennummer SN32, SN36 und der Star des Test-Triebwerk Nummer 42. Die Zahl 42 ist ein kleiner Running-Gag für alle Science-Fiction- oder Space-Nerds, denn 42 ist laut Per Anhalter durch die Galaxis die Antwort auf alles. Auf den Videos ist es schwer abzuschätzen, aber mit 50 Meter Höhe ist das Starship so hoch wie ein Hochhaus. Eine Überraschung war der relativ gemächliche Aufstieg und dann das Ausschalten von zwei der drei Triebwerke noch während des Aufstiegs. Das hatte mir einen riesen Schreck eingejagt. Das war aber so geplant und sollte nur dazu führen, dass die Geschwindigkeit nicht zu groß wird und das Starship vor seinem Fall zur Erde etwas schweben konnte. Denn ja, durch das Verbrennen des Treibstoffs wird das Starship ja immer leichter und der Schub bleibt ja annähernd gleich. Und das würde ja dann die Rakete weiter beschleunigen. Dass die Raptoren dann nach dem Ausschalten eines der Triebwerke so ins Taumeln kommen, ist eigentlich logisch, denn durch das Abschalten eines Triebwerks verändert sich der Schubvektor durch den Schwerpunkt des Starships und die beiden verbliebenen Triebwerke müssen dann das kompensieren. Das bringt uns zu der Steuerung während des Aufstiegs. Auch wenn man diese riesen Steuerflächen hat, sind die nicht zum Steuern während des Aufstiegs gedacht. Beim Aufstieg kann das Starship nur durch das Schwenken der Haupttriebwerke oder durch kleine Steuertriebwerke gesteuert werden. Wie bei allen Raketen besteht ein Großteil des Starships eigentlich aus Tanks. Das heißt, überspitzt ist das Starship eigentlich eine große Cola-Dose gefüllt mit flüssigem Sauerstoff und flüssigem Methan. Im Steigflug werden die Raptoren dann aus diesen Haupttanks gefüttert. Bevor unser tapferes Triebwerk 42 ausschaltet, muss es noch das Starship auf die Seite legen und dann natürlich relativ stark und weit ausschwenken. Für mich dann auch sehr spannend der Übergang von der vertikalen in die horizontalen. Total interessant, diese massiven Steuerflächen von der Fläche eines Kleintransporters schnell regeln zu sehen. Diese Steuerflächen sollen eigentlich hauptsächlich Luftwiderstand generieren und dadurch eine Steuerung und ein Bremsen in der Atmosphäre ermöglichen. Das ist wichtig, um die hohen Geschwindigkeiten, mit denen wir uns im Weltall bewegen, langsam beim Wiedereintritt abzubauen. Da dieses Manöver so noch nicht versucht wurde und ja auch noch nicht wirklich klar war, ob sich das Starship dann wirklich gut mit den Steuerflächen steuern lässt, war das dann ein weiterer Moment, wo ich vor Begeisterung ausgerastet bin. Ja, auch hier auf dem Channel gab es eine kleine Diskussion, für was man eigentlich die Header-Tanks braucht. Wenn wir uns das jetzt in dieser Ansicht mal angucken, dann können wir es vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Denn wenn man sich vorstellt, in den Haupttanks wäre in der horizontalen noch flüssiger Treibstoff, dann läuft dieser Treibstoff jetzt natürlich wild in den Tanks hin und her. Diese freie Oberfläche an Flüssigkeit kann dann die Stabilität des Starships gefährden und ja, würde es auf der anderen Seite beliebig kompliziert machen, den Treibstoff so zu den Triebwerken zu befördern. Hierfür hat dann das Starship sowohl für das Methan als auch für den Sauerstoff kleine Tanks, in denen die Treibstoffreserven für das Landen vorgehalten werden und da dann nicht wild herumschwappen können. Jetzt kommt der Moment, wo ich völlig die Fassung verloren habe. Das Starship muss ja aus der Horizontalen wieder in die Senkrechte, um mit den Triebwerken bremsen zu können. Und genau das können wir jetzt auch bewundern. Die Triebwerke wechseln in eine neue Position und kurz hintereinander sind die beiden hinteren Triebwerke an und drehen dann das Starship in die Senkrechte. Und wir erinnern uns nochmal, diese Rakete ist 50 Meter hoch und wiegt leer 120 Tonnen. Die Triebwerke arbeiten offensichtlich nicht mehr so wie geplant. Wir haben grünes Flackern, wir haben grünes Abgas und das Raumschiff war definitiv viel zu schnell für eine Landung. Und so passiert das Unvermeidbare: beim Aufschlagen explodiert Starship SN8. Ich wiederhole es nochmal, bis zu diesem Moment war es ein unglaublich erfolgreicher Test und ich denke, alle, die sich schon länger mit dem Starship beschäftigen, wussten in diesem Moment, das kriegt SpaceX auch noch gebacken. Wir fliegen zum Mars. Aber was war eigentlich im letzten Moment schiefgegangen? Ich hatte fälschlicherweise angenommen, dass das grüne Licht auf Zündflüssigkeit zurückzuführen ist. Das grüne Licht kennen wir nämlich schon aus der Wiederzündung von Merlin-Triebwerken von der Falcon 9. Aber im Gegensatz zu Merlin, der Falcon 9, werden die Raptor-Triebwerke nicht mit TTAP gestartet. TTAP, das steht für Trityl-Aluminium-Trityl-Boran, sondern die Raptors, die werden mit einer Gaszündung gezündet.
Das kannst du dir wie an einem Gasherd vorstellen, wo ein Funkengeber das Kochgas ansteckt. In einem Triebwerk hat man dann einen Funkengeber, der ein Brenngas anzündet und das dann als Flamme im Triebwerk als Zündquelle für den Treibstoff dient. So wurde übrigens auch das Space Shuttle Haupttriebwerk gezündet. Was hat das für Vorteile? Ja, du kannst im Prinzip so oft neu zünden, wie du möchtest. Ich würde jetzt mal mutmaßen, dass für den Zündmechanismus der Sauerstoff und das Methan benutzt werden. Das heißt, solange du Treibstoff hast, bist du mit dieser Zündquelle in der Lage, auch die Triebwerke wieder anzuwerfen. Aber wenn es nicht an der Zündflüssigkeit lag, woher kam dann die grüne Flamme? Wer die Nachbesprechung und die Tweets von Elon Musk in den sozialen Medien verfolgt hat, der weiß, dass es bei der Landung ein Problem mit dem Methan-Header-Tank gab. Der hatte wohl zu wenig Druck. Ja, das sind diese kleinen Tanks, die ich eben meinte, die nur den Treibstoff für die Landung bereitstellen sollen. Daraufhin waren sich in den sozialen Medien relativ schnell alle einig, dass die Triebwerke durch den Minderdruck auf der Methantankseite nicht genügend Leistung hatten. Und ja, wenn nicht genügend Methan im Raptor war, aber genügend Sauerstoff, klingt es sehr plausibel, dass das Triebwerk innerlich verbrannt ist, was dann zu den grünen Farben geführt hat. Denn wenn bei den hohen Temperaturen nicht genug Methan im Triebwerk ist, aber große Mengen an Sauerstoff, dann sucht sich der hochaktive Sauerstoff einen anderen Reaktionspartner. In dem Fall dann die Brennkammerwand. Das Verbrennen der Kupferlegierung in der Brennkammer könnte dann zu diesen grünen Flammenblitzen geführt haben. Oder wie Scott Manley es so schön gesagt hat, Engine Rich Exhaust. Das ist ein kleiner Nerdwitz, da man normalerweise die Gemische in der Verbrennung nach sauerstoffreich und treibstoffreich klassifiziert. Und ja, wenn das Abgas triebwerksreich verbrennt, ist das ein konstruiertes Fachwort, um zu sagen, dass gerade Teile des Triebwerks abfackeln. Also hat ein bisschen zu wenig Druck im Treibstofftank dazu geführt, dass das eine der erneut gezündeten Triebwerke ausgegangen ist und somit stand nicht genügend Schub zur Verfügung, um das Starship für eine weiche Landung abzubremsen. Das führte dann dazu, dass das Starship ziemlich spektakulär aufgeschlagen ist und einen großen Feuerball ausgelöst hat. Oder wie der Kenner sagt, gecratert ist. Der recht beeindruckende Nosecone, der nach der extremen Landung noch aufrecht an der Abschussstelle stand, der soll laut Elon Musk als Denkmal erhalten bleiben. Insgesamt, wie gesagt, ein erfolgreicher Testflug. Hier habe ich mich etwas über die Medien geärgert, die nur von Fehlschlag berichtet haben. Alle Punkte, die bis zur Landung erreicht wurden, waren unheimlich beeindruckende Leistungen. Da hätten wir den Flug mit drei Raptor-Triebwerken, den kontrollierten Aufstieg auf etwa 12.000 Meter, wir hatten das erfolgreiche Umschwenken in eine Horizontalposition, das Steuern während des Abstiegs und auch das Aufdrehen des Starships kurz vor dem Landen hat großartig funktioniert. Und noch beeindruckender auch, das Wiederzünden der Triebwerke hat direkt funktioniert. Ja, und die Header-Tank-Probleme, ja, die sollten sich ja wohl auch lösen lassen. Wir befinden uns in aufregenden Zeiten und ich bin mir sicher, dass wir noch viele spektakuläre Starship-Starts sehen werden. Auch wenn das letztes Jahr noch undenkbar war, gehen wir tatsächlich mit großen Schritten auf einen Orbitalflug des Starships zu. Und machen wir uns nichts vor, wenn das Ding erstmal zuverlässig in den Orbit fliegt und wiederkommt, ist Mars in greifbarer Nähe. Und mit jedem erfolgreichen Test werden die Kritiker der Mars-Ambition von Elon Musk auch einen Tick stiller. Was meinst du? Ist das Starship-Design grundsätzlich dazu in der Lage, heil den Mars zu erreichen? Schreib mir doch gerne unter dem Video. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Wir sehen uns Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mao.